Ein schöner Tag, ja. Ein schöner Weg. Ein kleiner Auftrag. Und ein kleiner Stau. Ein kleiner Auftrag, der uns Nerven kosten wird. Ja, sind die alle hier zu doof, die Verkehrsregeln zu kennen? Wie heißt das so schön? Blut, Schweiß und Tränen. War das richtig? Hieß das so? Ich weiß nicht, aber die fahren hier nicht rein, weil sie da stehen. Leute. Oh mein Gott. Ja, bleib mal stehen. Ich stelle jetzt erstmal den Radlader hier hin. Ja. Meine Güte, was ist hier los? Guckt euch das an. Wenn ich die Container da sehe. 2, 4, 6, 8, 10. Wir haben dabei, ich stehe scheiße. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ach, da sind nochmal welche. 16, 17, 18, 19, 20. Nee, warte mal. Das sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach so, da sind dann mal 5. 15, 15, 20. 40 Container. Kommt das hin? Ne, da müssen mehr sein. Wenn das schon 20, 13 Container. 60 Container stehen hier, Leute. 60. Wir müssen drei. Ja, warte mal, stopp mal. Nee. Es stehen 60 Container hier. Ja, dann passt das doch mit der Zahl gar nicht. 13, ja, 13, 13. 3 mal 13. Ja, dann müssen wir den Schutt auch noch wegbringen zum Kieswerk oder was? Du musst jetzt 13 mal Schuttcontainer zum Kieswerk. Ja, guck doch, oben stehen 5, dann darunter 5, dann wieder 5 und wieder 5. Das sind 20. Dann nochmal 13 Schuttcontainer von der Baustelle zum Hafen. Ja. Und 13 mal Schuttcontainer von der Baustelle 36. Zum Baustoffhändler im Dorf. Ja. So. 39 Stück. So, ich mache jetzt eben die Dings hier hoch. Ja. Soll ich in den Kran gehen und soll ich ihnen da mal was draufstellen? Halten sie davon. Können sie das hier draufkriegen? Ach klar, ich krieg alles. Oh Gott. Was ist hier los? Machen wir erstmal die Hakenkamera. Ja, Leute. Wir haben uns aber dazu entschlossen. Genau. Wo fange ich denn an? Fange ich vorne an, dann können sie vielleicht hier schon mal so ein bisschen. So, ein Stückchen vor. So. Die werden sie alle quer draufstellen. Ja, wir gucken mal. Fangen wir hier hinten in der Ecke an. Dann haben wir hier vorne schon mal zum Crawlen ein bisschen weniger. Die Stellen. Nummer 1. Moment, stopp. War das der falsche? Wo ist denn? Hä? Warte mal eben. Was ist denn jetzt da so schwer? In dem 2 auf einmal. Nein. Komm mal raus da. Die Punkte sind übereinander gelagert. Komm mal raus. Warte. Jetzt hat er. So. Okay, jetzt hat er. Du stellst einen langen hier drauf. Und ich guck, ob ich den sichern kann. Ein lang hier drauf. Einmal in Längsrichtung. Und die anderen alle quer hier auf den anderen. Hier, wo ich stehe. Wo ich stehe. Ja, ich gucke gerade. Da, ja. Da oben meinst du auf der Fläche. Ich muss wieder umdenken hier. So. Der muss hier rüber erstmal. Weil so wie die stehen, so werden die auch verladen. Ach so, meinst du das? Ich muss nur wissen, ob ich den sichern kann. Mehr will ich nicht wissen. Wenn nicht, musst du den nochmal hochnehmen und quersetzen. Aber du meinst oben hier auf drauf, Fläche? Bitte. Hier drauf. Ja. Hier stellen wir den drauf und dann gucken wir mal. Weil ich muss wissen, ob ich da oben was sichern kann. Ja, ich weiß, was du meinst. Was für ein Auftrag. Leute, da sind wir. Ja. Wie gut, dass wir schon Sommer haben. Frühling. Hey, was für ein Auftrag. Das gibt's doch gar nicht. Ja, komm mal runter. Ja, das ist gut. Setz mal ab. Und ich guck mal. Nee, der wird nicht befestigt hier oben.
Der ist nicht gesichert. Okay. Versuch mal, ob wir den anhängen. Kannst du den anhängen? Warte, hat er mir den Punkt angezeigt? Jetzt sehe ich den im Moment nicht. Den vielleicht doch gesichert? Warte mal, ich mach nochmal los. Jetzt geht er wieder. Also war der gesichert? War er gesichert. Okay. Und die anderen quer drauf. Verstanden, oh Gott. Allein im Kran ist das hier schon echt problematisch. Soll ich mal machen im Kran? Ja, ich mach schon. Ja, ich glaube, wir haben noch genug Container. Ich fühle mich so ein bisschen langweilig hier gerade. Glaub mir das. Aber ich bin mal gespannt, ob sie den quer überhaupt sichern können. Ja, wir versuchen. Wenn nicht, stellst du ihn lang. Weil dann fährst du 28 Mal. So, dann drehen wir den mal quer. Genau. Wenn das geht, wäre gut. Müsste aber gehen. Ja, ich guck mal. Ja? Ja? Stell mal ab. Ich guck mal, ob ich ihn sichern kann. Ja. Geht. Okay. Ja, nee. Und jetzt alle Reihe ran. So, dass ich lachen muss, aber es ist heftig. Es gibt immer wieder neue Sachen, die finde ich einfach bei diesem Spiel heftig. Ja, vor allen Dingen sowas, ja. Also wie gesagt, Leute, es ist... wenn ihr euch beim Steam Workshop diesen Mod nicht geladen habt, werdet ihr das nicht machen können. Richtig. Ne? Dann könnt ihr kostet euch... Kostet auch nichts oder der so. Kostet, nein, ihr braucht ihn nur abonnieren und dann ist der bei euch drin. Erst, dieser Mod, wenn ihr ihn geladen habt, ist der Scheiß. Aber erst drin, wenn ihr das Neubaugebiet erschlossen habt. Genau. Sonst geht's nicht. Ja? So sieht das aus. So. Wir sind noch ein bisschen am Laden hier. Ah, ihr bleibt auch dabei erstmal. Fürs Erste. Ihr bleibt dabei. Ja, das machen sie sehr gut. Runter, 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 runter. Und jetzt Stickung dran. Und runterlassen. Nicht. Oh nein. Ja, und sehr gut. Lass los. Noch ein bisschen nach Lass vorne, los. Oder? Okay, hab ich. Ich guck mal. Ja, Ladung kann ich festmachen. Alles klar. Der steht zwar jetzt ein bisschen schräg, weil sie den ein bisschen verschoben haben, aber ist ja, egal. Der hat sich mit dem anderen ein bisschen ja, ja. gehabt. Ist aber nicht schlimm. Meine Güte. Alter, ich habe sowas noch nie erlebt. Die Idee ist ja nicht schlecht, aber erstmal bist du total schockiert, wenn du das hier siehst. Ey, das ist ja echt ultramäßig. Die Idee ist nicht verkehrt, das ist schon richtig. Allein sowas zu machen, ich meine, ist mal was anderes, als wenn du nur baust, ne? Richtig, nur Baggers oder so. Ja. Oder nur irgendeine Turbine. Oder mit dem Drehbohrgerät da irgendwelche Dinger reinstimmst, ne? Richtig. Das ist mal was anderes, ne? Aber wir wollten euch das nur mal zeigen, ne? Ja. Also wie gesagt, Leute, es ist ein Mod. Steam Workshop, einfach mal schauen. Erdlager leeren heißt das. Bisschen eindrehen. So? Eindrehen. Noch weiter. Noch weiter? Und jetzt das runter steht... und ja. ran. Nein, nicht drehen. Ja, entschuldige, ich hatte den falschen Hebel genommen. Noch ein bisschen weiter drehen. So? Ja, und jetzt ran. Ganz ran. Gut, ablassen. Jetzt hängt er da dran. Ablassen. Lass los. Und so, jetzt so? Hängst du ganz leicht anheben und ran. Gut. Ja, okay, jetzt hast du es alle verschoben. Alle, komplett. Ja, das ist, weil... Kann ich die Ladung befestigen? Nein, kann ich nicht. Nein, warte, ich muss den hier nochmal... Ja, du musst beide wieder. Ah, jetzt will er den anderen nehmen. Warum will er den anderen nehmen? Der soll den hier nehmen. Jetzt will er den in der Mitte rausziehen. Du bist zu tief. Warte, ich sehe nichts. Nee, nee, eigentlich bin ich hier gut. Der will den in der Mitte haben. Der will nicht den da rechts. Ich kann den jetzt nicht aus der Mitte ziehen. Ist der doof? Oh Gott, ey. Ja, es war mir klar, dass das passiert. Ach, da liegt der Container. So, jetzt heb sie nochmal an. So, und jetzt ein Stück zurück und ran. Vielleicht dürfen die nicht so nah ran. Gut. Runter.
Jetzt runter. Runter. Und loslassen. Nee, der hängt noch vorne. Loslassen. Ich muss ihn weiter nach hinten. Nein, du bewegst den anderen mit, ja, wenn du da dran hängst. Ja, ich seh's doch. Bleib so ruhig, bleib so ruhig, bleib so ruhig, bleib so ruhig, bleib so ruhig. So. So? Geht das? Ja. Aber die stehen alle schräg. Ja, ich versuche den gleich alle rüber zu schieben, aber ja, das ist echt... Dann wird nichts, dann schiebst du ihn wieder runter, das wird nichts. Das ist schwer, das ist unheimlich schwer. Ja, lass mich doch mal gucken. Ja, sie können doch gleich, wir haben doch zwei Dinger hier. Lassen zwei sie mich Eier da, zwei Eier da. Also wirklich. Aber ich möchte eben, ich beiß mal eben in meinen kalten Burger, den ich hier rumliegen habe. Macht euch keine Gedanken, der ist frisch. Der ist frisch. Der ist nur kalt. Ein bisschen Verwesung ist auch schon dran, aber. Ja, man riecht es auch, aber. Ja, ich riech's auch ein bisschen. Es riecht ein bisschen nach mopsig, aber ist es. Oh nicht. Nein, 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 nach mopsig. Ein bisschen rechts rüber. Knorpel. Sie sagen, ich soll den nicht schubsen. Jetzt hängt es zum Beispiel an dem anderen dran ein bisschen. Zeigen Sie mal, dass Sie mit Gefühl arbeiten können. Boah, hören Sie auf, das kann ich. Kriegen Sie fest? Die stehen total schräg. Die kommen, ja immer, weiter, die kommen ja immer weiter raus. Kriegen Sie den fest? Kriegen Sie den fest? Ja. Ja? Ja, aber sie kommen immer weiter raus. Ja, ja, ja. Wenn sie den festkriegen, ist doch alles erstmal gut. Nein, sie sind schon über den... Ja, Herr Hoxton, ich weiß. Ich sehe es doch auch. Was soll ich denn machen, wenn die auf einmal... Ja, das ändern. Du kannst doch so nicht fahren. Ich kann die außen nicht mehr bewegen. Der nimmt mir mal den inneren dann. Und dann geht nicht mehr. So, ich habe den jetzt ein bisschen weiter reingeschubbt. Du hast... Ja, guck doch. Super, Yoshi. Ich habe die rübergeschoben. Guck mal. Doch mal. Ich bin der Super Yoshi. Unglaublich. Weg da, ich komme. Meine Güte. Fünf Container kriegen wir drauf. Glück haben. Ne, sie haben da eine Lücke gemacht. Voll die Burgerlücke gemacht hier. Klingt ein Burgerlücke und alles. Ja. Und dann einrunden. So. Den müssen sie jetzt ran drücken. Das ist natürlich jetzt ihr Job, ne? Die müssen auch mal was tun. Soll ich den echt ran drücken? Ja, müssen sie ja. Ich meine, ich kann ja schon viel, ne? Aber das kann ich nicht. Ne, das geht nicht. Boah. Gott. Warte mal, ich versuch mal, ob ich den wieder nehmen kann, den da. Will ich den ein bisschen weiter weg und dann... Mal, wenn ich den hier krieg. Ich hoffe, jetzt stört euch nicht, dass ich esse. Nein, nein, das stört mich nicht. Ich meine auch die Zuschauer. Und den nehmen, sind sie? Ein bisschen weiter. Genau. Gut, ablassen. Sehr schön. Gut. Was habe ich jetzt wieder? Ach, ich drücke mal die falschen. Das haben sie gut gemacht. Dankeschön, mein Feingefühl, ja. Naja. Habe ich ja so doch ein bisschen Feingefühl. Mensch, können Sie mal den Neugierigen da neben sich wegscheuchen? Mhm. Und? Noch ein Stück, kommen Sie. Toll. 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 Ja, kriegen wir fünf Stück auf einen. Ja, gut. Aber es sind natürlich... unendlich lange dran, die aufzuladen, ne? Genau, jetzt machen wir noch einen. Und dann ist der fertig. Kommen Sie da hinten auch dran oder soll ich dann den zurückfahren? Ich müsste auch dran kommen, das weiß ich jetzt nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Muss ich gleich mal versuchen. Naja, Sie sind da so ein kleiner Fregel. Hallo? Haben wir mal Worte für Ihre Chefin? Herr Hoxton, also es geht gar nicht. Sie sind ein Fraggle halt. Wie nennen Sie Ihre Chefin? Fraggle?
Wo haben Sie vorher gearbeitet? Auf dem Schlachthof oder was? Also wirklich. Leute, sag doch mal was. Das geht doch nicht. So kann er seine Chefin nicht nennen. Fraggle. Herrlich, ey. Ach so, bin so hoch. Voll der Fraggle, ey. Müsste aber passen, ne? Fünfte. Ja, ja. Ey, warte mal so. Ja. Komm so runter. Noch weiter? Na, wo denn sonst? Runter, runter. Runter, runter. Bisschen zu mir. Und ran. So. Ran! Ja, dazwischen kriegen sie doch eh keinen mehr zwischen. Okay, alles gesichert. Ich fahre die Karre eben zurück ein Stück. Hoffentlich fährt der auch jetzt. Ich glaube, der ist ein bisschen überladen, glaube ich. Ach, das wird überbewertet. Warte, ich fahre mal zurück. Ah, nee. Der läuft. Noch geiler wäre natürlich, wenn sie obendrauf zwei quer kriegen würden, ne? Und sonst geht's, oder was? Die müssen dann übertreiben. Kriegen sie sechs Stück hier drauf. Haben sie hier drauf? Fünf Stück. Und 13 müssen wir da hinbringen, ne? Mhm. Unglaublich, oder? Ja, gucken sie jetzt, dass sie hier den Rest drauf kriegen. Oder wir verteilen das noch ein bisschen. Warte, ich guck da mal an. Ich fahr so hin, dass wir auch wieder vernünftig machen können. Theoretisch könnte man hier zwei so quer draufstellen. Ja, versuch mal. Versuch mal klug. Das stimmt. Sie sehen einen Fregel bei der Arbeit. Entschuldigen Sie bitte, Herr Hoxen, lassen Sie das. Kennen Sie die Fregels überhaupt? Donny? Nee, jetzt mal ehrlich, kennen Sie die Fregels? Ja, sehr kenne ich die. Ein Tim Fregelstein. Na, 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 na. Tsch, na, 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 na. War noch cool. Hä? War noch die Bauarbeiter. Ja, genau. Na, 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 na. Ja, die war doch cool, oder nicht? Ja, sehr waren die cool. Der Wuffi Wuff war auch cool, der Hund. Der die immer gejagt hat. Regen Sie sich doch nicht auf. Kriegen Sie den fest da hinten? Vielleicht. Och, Mann, Herr Hoxton. Sie müssen das versuchen. Ja, habe ich doch gemacht. Ging. Okay. Hat mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Meine Güte, da unten sind nochmal fünf. Oder hatte ich die schon mitgezählt? Das hat keine Kette angezeigt. Wichtig ist, dass wir 13 Stück verladen. Ja, über 6 Stück auf jeden Fall. Also andere ist egal. Ja, wie sie die da hinkriegen. Ja, indem wir da hinfahren. Egal. Also doch, Fregel, ich wusste das. Ich hab's geahnt. Leute? Ich hab's geahnt. Fregel, absolut. Gehört irgendwie zur Fregel-Familie, glaube ich. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach so. Alle mal im Chat. Wir haben keinen Chat, scheiße. Nein, sowas haben wir nicht. Wir twitchen ja nicht hier. Er will auch schon twitchen. Dann hätten wir ja ganz viele Followers für den Tag. So, passt das? Versuchen Sie mal. Ja, ich versuch mal. Jo. So, Herr Hoxton, sind Sie fertig mit Essen? Wollen Sie mal verladen? Nein, ich esse noch. Haben Sie aber Glück gehabt. Können Sie denn jetzt ein Foto von meinem Burger schicken? Nein, ich möchte kein Foto von Ihrem Burger. Wirklich nicht. Damit Sie mal wissen, wie viel ich hier überhaupt zu tun habe. Gott, ey. Das ist hier alles. Ich glaube das nicht. Hier musst du jetzt den Rest draufkriegen. Nee. Ja. Dreimal fahren. Nee. Na klar. 13 Stück brauchen wir nur. Ja, 5 Stück auf einem. Und die 6 sind 11. Hä? Wie rechnen Sie denn? Das mit dem Zählen klappt aber bei Ihnen auch nicht so, hä? Da kommt noch oben drauf noch.
Ja, nee, ist klar. Jetzt geht's ganz los. Ey. Jetzt, ich glaube das jetzt nicht. Geht's ihm gut oder was? Wir machen hier so ein Schwerding. Wenn nicht, machen wir den da hinten quer und legen schon wieder noch einen drauf. Ja, sind wir bei 12 und? 6. Ja, 6. Insgesamt dann 12. 6. So, jetzt haben wir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passt doch. 6? Passt doch. Wieso haben wir denn hinter 6? 3, 5, 8. Doch, wir haben mal 6 schon drauf. Mhm. Oh, da habe ich mich gerade. Aber große Fresse, ne? Große Fresse. Ja, mit dem Zählen klappt ja bei ihm wohl auch nicht so richtig, ne, Leute? Hab ich mich echt jetzt verhauen mit den 6? Mhm. Mann, Leute, tut mir leid. Mhm. Irgendwie war ich bei 5, aber guckt euch mal an, was hier steht. Ey, das ist doch irre, das ist doch absoluter Irre. Muss ich nicht bei den Leuten entschuldigen, bei mir. Entschuldigen Sie, Hoxton, dass ich Sie Donny genannt habe, um Sie wütend zu machen. Das ist mir ja scheißegal, das kannst du auch. Ja. So. Dann lassen wir den mal runter. Kann ja nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Ist es aber, Herr Ochs. Wo bist du denn jetzt? Ist es aber. Warum bist du so? Zu mir. Konzentrieren. Hast du das noch? Gucken Sie mal. Also, nee, du musst weiter ran. Na, ja, dran und runter und nach hinten noch, ne? Das ist ein Gefummel hier. Aber sowas machen wir gerne, ne? Ich hab noch ein bisschen. Ich verlade auch noch irgendwann. Runter? Nee. Ja, ich zieh den schon wieder weg, aber ja, ich schon zu spät. Ja, das dauert ja immer ein bisschen. So. Warum lässt du den nicht erstmal ein Stück runter? Ja, ich bin da dabei. Und jetzt ziehst du den noch ein bisschen zu mir, weil du bist auf der anderen Seite drüber. Ja. Und jetzt runter. Wunderbar. Green? Ja, naja. Nein, ist okay, mein Gott. Ich will dich nicht kritisieren oder so. So ein Auftrag habe ich noch nie. Ich kenne nur die normalen Kipper, aber das mit dem Kran, sowas jetzt hier. Was meinst du, was da Kohle gibt? Naja, gut. Ein bisschen Money, das stimmt. Ach. Lass mal überlegen, wie die hier stehen im Einzelfall. Wird schon mal das Kieswerk schon mal anvisieren. Wir fahren halt nachher andersrum, dann können wir direkt. Sie können ja auch schon anfangen, zum Kieswerk zu fahren und die ersten abzuladen, wenn sie so geil drauf sind. Ich kann den gleich der Kran ja schon. Warte also mal. Was stimmt mit Ihnen nicht? Da steht ja schon da, der Kran. Ja, und? Sie sind doch hier der große Dandy. Ah, was sagen Sie, ha? Ja. Ha? Das sind noch 2 Stück da, ne? Ja, 94. Wieso haben wir gesagt, ja, weil wir so viele Maschinen wieder auf dem Start haben? 94.000 wieder an Betriebskosten, Herr Hoxton. Das ist viel. Ja, Sie können auch einlagern. Was denn? Den großen Bagger, die Schwerlastmaschine, die beiden Schwerlastauflieger, können Sie alle einlagern. Machen Sie mich fertig. Na klar, warum denn nicht? Ich sehe hier nichts. Oh Gott. Gott, ey. Ewig dran, bis das Ding fertig wird hier. Und das sehen wir beim nächsten Mal. Also Leute, macht's gut, bis dann. Ciao. Was?
Ciao.